Kannst du noch mal erzählen, dass worüber wir gesprochen haben? Ja, gerade bei dem Vorstellen war das beim letzten Mal so, dass als wir den Robert vorgestellt haben, waren die Leute noch irgendwie in der Warteschleife und dann haben sie, also nicht, dass dich irgendjemand nicht kennen würde, aber sie wollten Ja. halt gerne hören, wie Ich Christine nehme mich den nicht so Robert wichtig. vorstellt. Du, das ist so, wie wenn mich die Leute nicht leiden können, müssen sie doch ein bisschen an sich arbeiten. Ne? Kann man nichts machen. Genau. Sehr Aber schön. wir sind live. Ja, Ja, wir sind jetzt jetzt schon sind einen wir schon Moment live. schon live. Ja, sehr Ja, wir sind gut. live. Genau. Also ich Hervorragend. habe das schon mal gestartet, ist ja auch schon 8 und die ersten trudeln ja jetzt auch schon ein. Von daher Ich gibt mache es hier noch eine Kirschschorle. eine Kirschschorle passend zu meinem Käffchen. Sehr zum Das Wohl, ist die schönen guten Abend. Abrundung. Ja, dann Prost. Ich mache noch ein bisschen Schleichwerbung. Ich habe noch ein bisschen so Dann Kaffee. darf ich jetzt mal guten Abend sagen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Frag die Krischkes. Und wie ihr seht, sind wir diesmal wieder nicht allein, also gar nicht allein, weil wir haben nicht nur Chris Debski, unseren Pferdephysiotherapeuten und Partner in unserer Online-Akademie dabei, sondern auch noch Dr. Robert Stodulka. Ein langjähriger Freund, mit dem wir schon zusammen ein ganz tolles Projekt gemacht haben, damals mit dem Laviat, Ein Warmbluthengst aus dem Zeller Land Warmbluthengst gestühlt. nach Plüvinells Methoden Boucher, trainiert. Boucher. Es war Boucher Frau. war der Mann. Der eine oder der andere, irgend so Es war was. nur der Boucher. Ich weiß, du hast ihn verworfen, deswegen hast du ihn auch erfolgreich verdrängt, den Boucher. Nein, nein. Und das war eine tolle Geschichte. Wir haben eine wirklich gute Zeit miteinander verbracht und für mich war das eine hochinteressante Sache und wir ergänzen uns bis heute in vielen, vielen Dingen, wo wir uns austauschen. Eine ganz wichtige Person im Reiterleben, in meinem Leben. Danke, lieber Wolfgang, das kann ich nur zurückgeben, weil nicht jeder große Reiter und Ausbilder lässt sich auch auf solche wirklichen Experimente ein. Und schließlich war das ja doch ein Pferd, das aus dem Landesgestüt kam und natürlich eine entsprechende reiterliche Vorgeschichte hatte. Wir hatten dann auch ein ganz, ganz kurzes zeitliches Limit nur und du musstest dich dann sozusagen aus deiner alten, gewohnten Reitweise in ein komplett neues System einarbeiten und umsetzen mit einem Pferd, das sozusagen nicht bekannt war. Und das ist natürlich einerseits einmal erstens einmal Blick über den Tellerrand, großartig und natürlich auch die Umsetzung, die ja dann natürlich auch bei den Testreitern entsprechend Anklang gefunden hat, auch war großartig. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir überhaupt sowas machen konnten, weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass dann ein Profi dann einfach sagt, okay, wir machen was ganz anderes. Und ich meine, es ist Reiten, gutes Reiten bleibt gutes Reiten. Aber das war schon sehr, sehr speziell und sehr, sehr toll. Und dafür danke ich dir auch und auch für die Inspiration des Galopps rückwärts. Also ich muss sagen, also es ist schon sehr schön, wenn man sich dann austauschen kann auf einem Niveau, wo man dann wirklich nur mehr sehr, sehr wenige finden kann. Und das ist sehr schön, dass wir hier wirklich eine sehr, sehr schöne Gruppe hier bieten können, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, damit wir einfach da das Wissen zum Wohle der Pferde verbreiten können. Sipologische. Danke dafür. Schöne Einleitung. Das war eine richtig schöne Einleitung. Ich würde jetzt anfangen. Es geht ja dieses Mal wieder um den Galopp, Schulgalopp und andere Galoppgangarten und ob es ein Dreitakt oder ein Viertakt ist. Und wir haben beim letzten Mal, denke ich, schon ganz schön ein bisschen die Reitanleitung zu, wie komme ich in einen gesunden Schulgalopp, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt gibt es nochmal, und damit würde ich es gerne zusammenfassen, eine Frage von der Carolina Kraus und der Lina. Ab wann spricht man von einem versammelten Galopp und wie unterscheidet sich der Schulgalopp vom herkömmlichen Arbeitsgalopp? Feuer frei. Feuer frei. Carlos, sehr gut. Naja, vielleicht einmal nur von der Thematik her. Wir haben ja in der normalen Gebrauchsreiterei oder wenn wir auch jetzt die Turnierreiterei der FN hernehmen, haben wir nur den Arbeitsgalopp, den versammelten Galopp, den Mittel- und den starken Galopp. Das heißt, also diese vier Galopparten gibt es im Dressursport, die ja natürlich durch eine Schwebephase gekennzeichnet sein müssen. Und die Schulgaloppade wird hier überhaupt nicht erwähnt, weil die in der heutigen Sportreiterei auch für den modernen Pferdetypus nicht erstrebenswert zu sein scheint oder auch nicht gesucht wird. Und der Renngalopp, der ist halt sozusagen die schnellste Galoppvariante auf der Rennbahn zu finden. Das heißt, der fällt auch weg. Und so könnte man sagen, dass wenn man den Schulgalopp als positiven Vierschlag sieht, der zwangsläufig sein muss mit einem Triller der Hinterhand
oder einer dissoziierten Diagonale, haben wir hier tatsächlich biomechanisch gesehen, genauso wie in der Galopppirouette, keine Schwebephase. Es ist einfach so, weil wir eine Erhabenheit vorne haben, wohingegen im versammelten Galopp noch eine Schwebephase sein muss. Man muss nur eines anmerken, dass natürlich hier im versammelten Galopp, wenn wir zum Beispiel Grand Prix-Prüfungen sehen, die Hankenbeugung natürlich bei weitem nicht so stark ausgeprägt ist, wie es zum Beispiel bei den Iberern und bei den entsprechend, so wie ihr sie in der Schule reitet, durchgearbeiteten Pferde zu sehen ist. Das heißt also, das ist auch natürlich vom Pferdetypus und auch von der Art der Durcharbeitung abhängig und letztlich auch, was man sucht, nicht? Weil aus diesem schulmäßigen, entwickelten Schulgalopp kann man dann auch die Galoppschulen wie Messer, Courbetten und so weiter dann der Redops und so weiter entwickeln, damit natürlich auch hier eine entsprechende Möglichkeit gegeben ist, das Pferd zu gymnastizieren. Ich war zuerst. Ja, ja, mach mal. Ganz kurz, Stichwort Galopppirouette. Die Galopppirouette ist nicht im Dreitakt möglich. So, die muss ein Viertakt sein. Sie ist bei jedem Dressurpferd, eine saubere Galopppirouette ist immer Viertakt. Und das bedeutet, das Pferd muss sich mit seinen Rumpfhebern vorne heben, um rumgreifen zu können. Das heißt, es gibt immer eine Verzögerung zwischen dem zweiten tragenden Hinterbein und dem diagonalen Vorderbein. Und das kann man ganz einfach sehen. Chris. Ich schmeiß mal noch zwei Begriffe, die wir auch ja in unserem Seminar zum Galopp so ausführlich erklärt haben, nämlich einmal Raumgriff und Kadenz. Also je versammelter das Ganze wird, umso weniger Raumgriff hat das Pferd und sinnvollerweise sollte es umso mehr kadenziert sein. Das heißt also, umso mehr habe ich ein Vorwärts-Aufwärts. Das Pferd trägt sich also mehr. Robert hat das gerade schon gesagt. Hankenbeugung kommt dazu. Es bleibt verlängert quasi auf den Hinterbeinen und die Vorhand hebt sich mehr raus. Und dadurch, dass wir dann ein anderes Zeitmaß da reinbekommen, wird es dann halt immer viertaktiger, weil es geht gar nicht anders. Zumindest das weitere Extrem wäre dann Terre-Messer, die dann so langsam Richtung Zweitakt gehen würden. Super, ich mache mal weiter mit unseren Fragen. Stefanie Grauer fragt uns, warum ist es denn so ein Affront, wenn sich der Takt leicht verschiebt, solange das Pferd durchlässig ist und im Vorwärts bleibt? Sehr schön, Chris, gleich Stichwort vorwärts, das ist dein Part. Ja, fangen wir erstmal mit dem anderen Wort an. Warum ist das so ein Affront, wenn sich der Takt leicht verschiebt? Ja, gut, in einer Reiterei, in der man über die Ausbildungsskala und dem ersten Punkt Takt redet, wird es natürlich schwierig, wenn der Takt sich verschiebt. Das ist dann gleich schon irgendwie verwirrend für die Leute, obwohl ein Takt nun mal immer ein Takt ist. Ich sage, es gibt ganz viele Pferde, die tatsächlich sehr taktrein humpeln und sehr, also sie kriegen es hin, wenn man hinhört, ist das alles sehr taktrein, das hört sich sehr gut an und wenn man sich es aber anschaut, merkt man, nee, das ist absolut schief und ist auch nicht in der Kraft, so wie wir das ja auch des Öfteren sagen und das ist also erstmal das ganze Thema Takt. Ja, warum ist das halt eben dann auch noch etwas, man hat es halt eben festgeschrieben und wenn es halt eben Richter gibt, die etwas richten wollen, dann müssen die sich an Regeln halten und das ist halt eben das ganze Schwierige in der Sportreiterei, dass wir halt versuchen, Schablonen anzusetzen und das halt eben schwierig wird. So, jetzt haben wir noch ein paar weitere Sachen, die ja auch da genannt werden. Durchlässig im Vorwärts. Und Vorwärts ist halt eben so ein ganz schwieriger Begriff, denn wenn wir den Steinbrecht dran nehmen, dann meint er nichts anderes als Tragkraft, weil er sagt, ihm geht es nicht ums Tempo, ihm geht es nicht um Geschwindigkeit und sogar im Rückwärts soll das Vorwärts, also das, die Kraft dazu den Körper oder die Last vorwärts zu bewegen, die soll erhalten bleiben. Also deshalb, also ein Pferd ist selbst im Rückwärtsgalopp im Vorwärts oder in der Piaff oder was auch immer. Und von daher ist das halt eben, wir brauchen eine Tragkraft. Und das ist vielleicht eben das Verwirrende. Und das ist halt eben dann auch das, was die Leute dann so ein bisschen auf den Plan wirft, weil irgendwo ist festgeschrieben, Galopp ist immer Dreitakt, fertig, Punkt. Darf ich dazu noch was sagen, zu einem Hinblick auf die Taktverschiebung? Im Grunde genommen muss man sich überlegen, ob wir eine Verschiebung haben im Sinne vom positiven Vierschlag, der sozusagen aufgrund der Geometrie der Galoppart entwickelt werden kann, zum Beispiel in der Galopppirouette, oder eine Lateralisierung. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn der Reiter sehr stark mit der Hand einwirkt, dann kommt es zu einer Dissoziierung der Diagonale, dass sozusagen das diagonale Vorderbein zuvor
zuvor fußt, wo das diagonale Hinterbein auffußen müsste. Das heißt, es ist so eine Art Passgang oder passartige Tendenz im Galopp. Und das ist natürlich aufgrund einer schlechten reiterlichen Einwirkung und dadurch auch aufgrund einer Verspannung in der Rückenbemuskelung zu suchen. Und da würde ich einmal den Affront sehen und die Problematik in der Verschiebung des Taktes. Eigentlich ist es dann eine Verschiebung der richtigen Fußfolge. Ja. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir natürlich unterschiedliche Gangabnormitäten sehen können, die der Reiter in die Pferde hineinreitet. Das war ja auch zu meiner Zeit, wie ich studiert habe, so, dass es also in der Wiener Schule keine Zügellahmheiten gab, weil alle Lahmheiten mussten irgendwie orthopädisch begründet sein. Heute wissen wir natürlich aus der modernen Physiotherapie und aus dem praktischen Lebensalltag, dass sehr wohl ein Reiter eine Taktstörung durch ataktisches Treiben oder durch eine schlechte Koordination Handschenkel hineinreiten kann, die ein anderer Reiter sofort weggeritten hat, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich glaube auch, dass man hier sehr wohl auch immer wieder den Sitz des Reiters beurteilen muss, ob der überhaupt das Pferd begleitet in dieser Bewegung, die dieses Pferd durchführt. Und das kann natürlich auch zu Taktverschiebungen führen, ne? Weil die Rückentätigkeit gestört wird. Ja? Wichtigen Punkt, den ich meinen Schülern immer sage, ist, lass dich vom Pferd bewegen. Versuch nicht, dein Pferd zu bewegen. Mhm. Mach mit. Ja? Denn viele Reiter sind am Schieben und durch dieses Schieben, was wir so in der konventionellen Reitschule lernen, das Pferd vorwärts zu schieben, im Sitz, den Sattel auswischen und so weiter, was man alles so erklärt bekommt, das führt häufig dazu, dass eben diese Taktverschiebungen zustande kommen. Und wenn die Reiter es dann irgendwann zulassen, sich von ihrem eigenen Pferd mal bewegen zu lassen, plötzlich wird die ganze Geschichte schön. Und weißt du, wer diese Schieben in die Reitliteratur gebracht hat? Na? Das war der Müseler. Der Müseler, der die erste Zivilreitlehre verfasst hat, wo es ja auch nur Zeichnungen gibt. Und da gibt es diese berühmten Bilder, zum einen mit der Schaukel. Und dann gibt es so ein nettes Bild, wo ein Buch mit dem Becken nach vorne auf die Tischkante geschoben wird. Und das sind diese Bewegungen. Kreuz anspannen, ne? Ja, genau, Kreuz anspannen. Da musst du so Ehestandsbewegungen irgendwie so durchführen und sämtliche Verrenkungen. Und da kommt auch dieses Auswischen des Sattels her. Das hat es ja in der Militärreiterei gar nie gegeben. Das ist erst mit diesem Müseler, der versucht hat, eine Zivilreitlehre für den Breitensport zu machen, eigentlich herausgekommen. Deswegen hat man dort auch nie Fotos gesehen in den ersten Auflagen, sondern immer nur Zeichnungen, weil teilweise diese Ansichten auch mit der Versammlung durch den Untertritt und so weiter gar nicht, nicht physiologisch möglich sind, diese Phasen. Deswegen wurden sie auch nur gezeichnet. Ja, der hat auch empfohlen, die nicht durchlässigen Pferde an der Longe auszubinden, dann knallt es nicht so im Rücken. Das Brett hart dann eben wird. Also wir waren ja jetzt ein bisschen beim Takt, ne? Da muss ich mal kurz hin zurückkehren. Die Sache mit dem Takt, das müssen wir uns mal ganz klar vor Augen führen. Das ist etwas, das kann man mit einfachster Videotechnik sichtbar machen. Das kann ein Reiter sogar fühlen in seinem Hintern. Obwohl es sich ein bisschen anfühlt wie ein Dreitakt, kann man es spüren, dass es zum Viertakt wird und man kann auch spüren, dass es zum Passgalopp wird. Da gibt es verschiedene Varianten, so ähnlich wie es auch im Trab ist. Im Trab gibt es auch gebrochenen Trab und den gibt es einmal im Übertempo und einmal in hoher Versammlung. Es ist keine Glaubensfrage, will ich damit sagen. Es ist nicht, dass man sagen kann, ja, ich glaube nun mal daran, dass die Erde oder die Welt in 6 Tagen geschaffen wurde. Das kannst du dabei leider nicht sagen. Du musst einfach sagen, guck dir einen Film an und da siehst du, im Schulgalopp wird es zum Viertakt und je mehr es in Richtung Terre à terre misère, auch Pirouettengalopp geht, kann es dir passieren, dass du in den Zweitakt gerätst. Wenn ihr mal auf einem Feldweg galoppiert und die verschiedenen Gangarten ausprobiert, die euer Pferd euch anbietet, werdet ihr nicht hören, das braucht ihr gar nicht sehen. Da könnt ihr mal die Augen ein bisschen zumachen und könnt ihr mal hören, ist ein Drei- oder ein Viertakt oder ein Zweitakt oder was weiß ich. So, damit haben wir eigentlich schon Linda Blösels Frage. Das hat er so zusammengefasst. Ich hatte noch was ergänzen. Wir hatten so einen schönen Ausspruch im letzten Seminar auch. Bewegt sich dein Pferd eigentlich aufgrund deiner Hilfen oder trotzdem? Weil viele Leute veranstalten genau diese Sachen, die Robert ja auch gerade gesagt hat, also Sattel auswischen und dies und jenes und nochmal hier hinlehnen und dorthin lehnen und irgendwas noch treiben und so weiter. Meistens ist tatsächlich weniger bis gar nichts, also nur noch mitgehen, dann kann ich es fühlen und dann kann ich daraus vielleicht auch etwas entwickeln. Das meiste muss ich gar nichts dazu tun. Die Pferde können das viel besser, als wir das irgendwie anstellen können, weil eine Hilfe kann nur etwas Konditioniertes abrufen.
Und eine Hilfe kann nichts erzwingen, kann nichts erzeugen. Ne? Es ist halt so, egal was ich da oder dem Pferd beibringe, es muss das irgendwie gelernt haben, das abzurufen. Und ich kann dann, wie Christine auch immer so schön sagt, ich kann auch Kartoffelsalat zum Angaloppieren rufen und dann macht das Pferd das, wenn es das gelernt hat. Ich kann es auch auf Serbokroatisch oder sonst irgendwas rufen. Es funktioniert, die sind da kosmopolit. Gutes Reiten heißt, dein Pferd nicht mehr zu stören. Linda Blösel, genau. Gibt es einen Unterschied zwischen Viertakt und Viertakt? Grenier schreibt ja, dass er, der Viertakt, die wahre Kadenz des schönen Galopps sei. Aber oft sehe ich gerade bei jungen Barockpferden einen Viertaktgalopp, der nicht aussieht, als wäre das Pferd in der Kraft. Das ist dann der Passgalopp, ja. Ne? Also, Viertakt wird sich in Richtung Pass verschieben, denke ich, weil das Pferd mit der Vorhand schwer ist. Sarah Vanessi, ich mache gleich mal weiter, es ist mir keiner reingegrätscht. Terre à terre oder Messer sollte man, so heißt es, lieber erst spät in der Ausbildung anfangen, da es zu Taktunreinheiten kommen könne. Wie seht ihr das? Wenn dem so ist, wann wäre der ideale Zeitpunkt für diese Galopp-Schulgangart? Also ich mache das eigentlich nicht vor dem 8. Jahr. Bevor das Pferd wirklich seine Muskeln gestellt hat, der Knochenwuchs ausgereift ist und wie gesagt, das Pferd durch das Reiten gut vorbereitet ist. Ich habe es ein paar Mal ein bisschen früher gemacht mit den Pferden und habe gemerkt, tatsächlich, es tut denen nicht gut. Und vor allen Dingen wird es auch. Weil die Wirbelsäule als letztes aushärtet und die dabei sehr viel Energie nach vorne oben geben muss. Und ja, und sie machen sich fest in der Muskulatur, wenn sie diese Übungen zu früh lernen, bevor der Körper vorbereitet ist, durch das Gymnastizieren, das, was wir machen, dass sie dann die falschen Muskeln nachher auch für den Galopp bewegen. Aber Robert, du bist ja auch in dieser Richtung unterwegs. Sag du doch bitte auch noch was. Ja, also für mich kommt es ganz darauf an, was das Pferd mitbringt. Also es ist auch nicht jedes Pferd für diese Schulen geeignet. Also wenn ich ein Pferd habe mit einem sehr raumgreifenden Galopp, wie wir es heute bei den Warmblutpferden und auch teilweise beim Lusitano haben, die sehr groß sind, so 1,70 Meter und einen großen, langen Galopp, dann werden die hinten nicht schnell genug werden. Das heißt also, man braucht auch ein Pferd, das von Haus aus eine gewisse Disposition mitbringt, um diese Gänge überhaupt zu erreichen. Und die zweite Sache ist natürlich dann, wenn man da spielerischer arbeitet, muss man zwei Dinge beachten, so wie es auch Grenier gesagt hat. Zum einen mal die Übung so lang machen, solange das Pferd Atem hat. Ja? Und die zweite Sache ist, dass man das Pferd nicht zornig macht bei dieser Geschichte. Denn gerade bei diesen Halbschulen, Kurvetten und auch Messers oder auch im Terrater, wo die Pferde relativ schnelle Sprungabfolgen zu leisten haben, regen sich die mal in der Natur der Sache auf, weil einfach dort eine Energie plötzlich frei wird. Und dann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man dann nicht körperlich nur, sondern auch an die psychische Grenze stoßt. Und da ist eben im rechtzeitig aufzuhören. Und ich sehe das auch natürlich, dass das Pferd schon einmal die anderen Sachen gefestigt haben muss, um einfach dann diese Lektionen anzugehen. Also es macht keinen Sinn, wenn man jetzt da, aus meiner Sicht, wenn man da jetzt gerade mal rechts von links Galopp unterscheiden kann und man versucht, den da irgendwo hineinzuwürgen in eine Übung, wenn das Pferd weder die Anlage noch die Kraft hat. Es gibt natürlich Pferde, die so gut gebaut sind, die das einfach anbieten. Dann kann man sich überlegen, nehme ich es an, aber ich erzwing es nicht. Das ist genauso wie die Piaf. Ich beginne da recht früh damit, um die Pferde elastisch zu halten, aber möchte nicht die Piaf für eine 10 haben, ja, sondern ich möchte die Piaf als gymnastisches Mittel haben. Und deswegen sehe ich, das hängt sehr vom Pferd ab. Das Pferd gibt uns ja sozusagen mit seinen Reaktionen vor, wie weit wir wann gehen dürfen. Das ist, glaube ich, eher die Kunst des Trainers. Das ist so meine Idee. Also die Erfahrung, ich habe mich gemeldet, du bist jetzt nicht. Nee, ich mache noch ganz kurz einen Satz dazwischen. Eigentlich können wir jetzt aufhören. Der Robert hat gerade wieder so die essentiellen Sachen der Reiterei gesagt. Wir sind aber noch nicht fertig. Wirklich. Hypologische 5 Minuten, du. Du hast gerade wieder genau das gesagt. Wenn dein Pferd das anbietet, nehme ich es an oder lasse ich es noch, warte ich noch? Ich wollte sagen, dass man mit dem Tummeln, was ja mit der Ater beginnt, über das Messer und die Kurbetten möglichst erst anfangen sollte, aus meiner Erfahrung, wenn das Pferd im Galopp die Seitengänge beherrscht und eine Galopp-Pirouette anbietet. Und die nicht nur anbietet, sondern man die kann. Also so richtig
ohne zu wirken und ohne viel Hilfen zu geben müssen, das Pferd dieses Bewegungsmuster verinnerlicht hat und gesagt, aha, so wie du da schnallst, dann möchtest du das haben. Dass das freiwillig funktioniert, dann erst würde ich ans Tummeln gehen, weil im Tummeln, damit zerschießt du dir deine Galopp-Pirouette erstmal wieder. Und das müssen die Pferde sehr sauber auseinanderhalten, die Fußfolge in der Galopp-Pirouette und die Fußfolge beim Tummeln. Sonst hast du so einen, der macht immer nur Hopsa, Hopsa, wenn du rumwillst. Okay, gut, weiter. Paula Schmidt. Vor kurzem habe ich in einer anderen namhaften Reitschule eine Diskussion verfolgt, in der der Schulgalopp vehement als Dreitakt verteidigt wurde. Alles, was nicht Dreitakt ist, sei per Definition kein Galopp. Ist das eine Glaubensfrage, wie die Erschaffung der Erde in 6 Tagen? Hallo? Oder könnt ihr diese Argumentation irgendwie nachvollziehen? Das ist ja witzig. Was ein Zufall. Schulgalopp als Dreitakt verteidigt wurde. Alles, was nicht Dreitakt ist, ist kein Galopp. Das kann ja schon mal nicht sein, weil Galopprennen per Definition von Pferden absolviert wird, die auf 4 Takt laufen. Oder? Wie seht ihr das? Kann man den Galopp auf einen Dreitakt minimieren und sagen, alles, was das nicht ist, muss einen anderen Namen haben? Das hat die Frage, wie man es bezeichnen möchte. Ich meine, früher gab es ja für jede wird das geheißen, hippologische Schweinereien einen eigenen Fachausdruck, nicht? Aber im Grunde genommen braucht man ja da ganz pragmatisch an die Sache herangehen und nicht glauben, ob jetzt die Schildkröte die flache Scheibe trägt oder nicht, sondern man braucht einfach nur in Slow Motion sich dieser Sache herannähern und kann dann sozusagen biomechanische Fakten nicht einfach ignorieren. Und wenn ich jetzt eine Galopp-Pirouette filme zum Beispiel, dann sehe ich den positiven Vierschlag, dass einfach aus der Geometrie der Figur nicht anders möglich ist. Wenn ich einen Renngalopp sehe, dann habe ich eben den Vierschlag, der aufgrund dieser extremen Erweiterung des Rahmens geht. Den sieht man übrigens im starken Galopp auch. Da gibt es ja sehr, sehr viele Fotos aus den Olympiaden, wenn die Pferde so im Rahmen erweitern, dass man dann sieht, wie die Beine in der Höhe sind, die vorderen. Und ich denke, das ist also keine Glaubensfrage, sondern ein biomechanischer Fakt. Den kann man jetzt ignorieren oder man muss es nicht ignorieren oder man kann ihn annehmen. Ich sehe das eher pragmatisch, weil jeder hat so seine Zugangsweisen und seinen Zugang. Aber ich denke, wenn man der Biomechanik folgt, und da kann man sich ja nicht verschließen, denn wir wollen ja der Natur des Pferdes folgend ausbilden und nicht irgendwelche Sachen, die das Pferd nicht von Natur aus anbietet oder in ihm schlummert, dann sehe ich das also relativ pragmatisch und dann ist das vielleicht eine Definitionssache. Aber ich denke, der wesentliche Kernpunkt ist ja auch der, und das sagt auch die FN, der Eintritt, die Durchführung und der Ausritt in der Galopp-Pirouette, wenn wir die hernehmen, muss gleich sein. Das heißt, es darf dann nicht das Pferd schneller, langsamer, schneller werden oder irgendwie schneller in der Wendung oder langsamer reingehen, sondern es muss sozusagen der Rhythmus gleich bleiben. Und dann sieht man eh, was das Pferd in der Lage ist zu leisten. Nicht, ob es auf dem Teller pirouettiert oder ob es halt eine größere Arbeitspirouette geht. Also ich sehe das relativ pragmatisch. Abgesehen davon, wenn man die alte Reitliteratur studiert, hat ja Gerinier hier, und ich meine, Gerinier ist jetzt auch nicht irgendwer, hat ja da seine klare Stellungnahme dazu. Und wir unterscheiden ja auch in diesen Gängen zwischen den künstlichen und natürlichen Gängen, wobei künstlich jetzt nicht artifiziell im Sinne von verkünstelt ist, sondern einfach geformt, durch den Menschen geformt, gymnastiziert. Und da ist der Schulgalopp als Bahngalopp ein Viertakt. Und er sagt auch, die anderen Schulen wie Courbetten, Messer und Terrater ist ein Galopp zu 2 Zeiten. Also er beschreibt das ja auch so, auch im Übrigen im Spanischen auch. Also auch der Andrade schreibt das so. Das heißt, also offensichtlich auch die Zeitgenossen haben sich sehr wohl was gedacht, wenn sie 1, 2, 3 und 4 unterscheiden, weil auch der Kampangalopp eben dreischlägig war, laut Gerinier. Also der hat sehr wohl zählen können, offensichtlich. Und ich denke, wenn wir uns daran halten, dann sind wir wahrscheinlich auf der sicheren Seite aus der Reitgeschichte und aus der Biomechanik. Ich denke, dass wir auch ein bisschen, also wenn wir uns über Reitkunst unterhalten, dass wir generell ein bisschen toleranter werden müssen, was Bewegung bei den Pferden im Grunde bedeutet. Denn wenn man sich mit Kunst beschäftigt, egal ob das Musik, ob das Tanz, ob das Malerei oder ob das die Reiterei ist, da sind auch Interpretationen zugelassen bei der ganzen Geschichte. Solange es gut, schön und ungequält ist, ist das für mich immer in Ordnung. Weil auch ein Mangalaga Machador, wenn der gut geritten wird, der hat kein 3 oder kein 2 oder einen anderen Takt. Wenn der gut geritten ist, ist das ästhetisch und schön. Wenn da ein guter Reiter drauf sitzt und reitet dieses Pferd vernünftig und ordentlich, dann ist das für mich schön. Das ist auch eine Kunst.
einen Mehrgänger vernünftig zu reiten. Ja? Wir sollten uns nicht nur auf die Vorgaben der FN berufen und sagen, ja, die sagen aber dies und das. Wer sich mit der Reitkunst beschäftigt und mehrere Bücher gelesen hat und sich da ein bisschen eingelesen hat, der wird merken, dass da ganz viele Interpretationen waren. Alles, was wir heute tun, wenn wir über Guerinier reden, über Pluvinel oder über Boucher oder über irgendjemanden, die sind alle niemals gefilmt worden. Wir haben keine Dokumentation, wie es ausgesehen hat. Wir können uns das nur im Geiste vorstellen. Es ist alles eine Interpretation. Und das müssen wir auch in der Reitkunst zulassen. Noch jemand zu Wort? Dann machen wir mal weiter. Anna M. Stark, welchen Galopp schult ihr das junge Pferd oder auch ein Korrekturpferd zuerst, den Dreischlag oder den Vierschlag? Und welche jeweiligen Vorteile haben für das Pferd haben Dreischlag oder Vierschlag-Galopp? Ja, natürlich den Dreischlag. Kann ich was sagen? Oder? Also, wenn ich ein junges Pferd habe, dann muss ich sozusagen in der Kampanschule oder das geradeaus reiten, die natürlichen Anlagen des Pferdes fördern und fordern. Ja? Das heißt also, wenn das junge Pferd einmal das erste Gleichgewicht sucht, ist es halt sein Arbeitsgalopp und sein dreischlägiger Kampangalopp, den wir entwickeln. Ja? Und erst wenn das Pferd gelernt hat, die Schubkraft, die Tragkraft umzubauen und auch sich selbst ohne der Hand zu bedürfen und der halben Paraden permanent zu bedürfen, sich im Gleichgewicht befindet, kann ich dann mir überlegen, über die Seitengänge dann die Galoppade zu beeinflussen. Also ich würde jetzt nicht sofort das Pferd zu verkürzen beginnen. Das Pferd muss ja vorwärts gehen, damit es dann kürzer geritten werden kann. Das heißt also, dieses Verkürzen ist ja sozusagen das Produkt der maximalen Energie, wenn ich dann einen Galopp am Stand oder eine Galoppirouette reite und nicht sozusagen durch die Hand erritten. Und dementsprechend ist es ganz klar, wie die Reihenfolge sein muss. Es schreibt auch hier, das ist ja die Kampanschule und dann kommt die hohe Schule. Das heißt, die Kampanschule als Handwerkszeug führt dann, wenn man möchte, in die hohe Schule, muss aber nicht, kann sich selbst genüges tun, ja? Oder genug sein. Ich würde gerne noch ergänzen, also wir hatten das beim letzten Mal ja schon gehabt, dass der versammelte Galopp ja nun mal eben halt nicht dadurch zustande kommt, dass ich ein Pferd zurückhalte und irgendwie künstlich verlangsame, sondern dass halt eben die Hankenbeugung dazu kommt. Und das bedarf nun mal eben der Entwicklung des Körperbaus des Pferdes. Das heißt Sehnen und Bänder, Muskulatur, Faszien etc. Es muss alles darauf vorbereitet sein, das auch durchhalten zu können. Ja, weil natürlich kann ich etwas verlangsamen und irgendwie eine Art Zirkusaktion daraus machen. Vielleicht habe ich ein Pferd, was das auch anbietet. Aber das halt eben auch reell im Sinne einer Kunst, im Sinne einer Langlebigkeit des Pferdekörpers dann eben auch durchzuführen, hat eben nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie fabriziere. Das ist ganz gut, was du sagst, Chris, weil die Christine hat ja zuvor schon in meinen Fragenteil eben definiert, wie der Schulgalopp auszusehen hat. Und Guerinier beschreibt dann auch, dass sozusagen dieser geschwinde Galopp in der Hinterhand von dem falschen Vierschlag, wo das Pferd eben aus Müdigkeit und aus Mattheit diesen Vierschlag entwickelt, zeigt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns da wirklich im Klaren sind, dass sozusagen eben gewisse Schulen eben erst ab einem gewissen Ausbildungsstand und auch mit einem gewissen Gebäude erst erritten werden können oder entwickelt werden können. Ich mag das Entwickeln lieber, weil das sozusagen das Herausholen aus dem Pferd steckt. Und Hühnersdorf hat einmal ein sehr schönes Wort gesagt. Er hat gesagt, das Kampanpferd soll seine Hanke kennen und das Schulpferd auf dieser gehen. Und das sagt auch schon wieder alles. Das heißt, ich kann natürlich ein Pferd erst dann verkürzen und in der Hanke beweglich machen. Und da hat auch die Christine vollkommen recht, dass sie sagt, sie beginnt mit dem Tummeln erst, wenn die Pferde die Seite zu bewegen, Galopp und vor allem die Galopppirouette perfekt beherrschen. Weil was heißt das? Das Pferd ist an der Hilfe, ist in der Hand, ist vor dem Bein und hat alles verstanden, den äußeren Zügel und so weiter. Das heißt, man braucht da nicht mehr würgen und quetschen, um irgendwas zu erzeugen, sondern kann dem Pferd eine neue Tonleiter der Bewegung eröffnen. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, dass wir eben hier wirklich schauen, wie virtuos können wir uns mit dem Pferd bewegen und nicht, was will ich rausreiten. Das ist rausreiten, ist immer das, was mir so widerstrebt, nicht? Weil das ist immer mit Zwang oder mit Druck verbunden, der unnötig ist im Grunde genommen. Ja. Ich fand die Komponente, die du gerade noch genannt hattest, Balance, finde ich auch sehr wichtig. Also ja, dass halt eben diese Balance, die halt eben auch physisch und psychisch dann eben auch vorhanden ist. Weil gerade Galopp ist halt eben auch eine aufregende Geschichte,
je anstrengender das wird. Wir haben das vorhin auch bei Mézières und Courbetten und so weiter halt ja auch schon genannt. Und je anstrengender wird, umso weniger wird das natürlich auch der Psyche entsprechend angedeihen. Das heißt also mehr Aufregung und dadurch mehr Mattheit und vielleicht auch mehr Gegenwehr, mehr Angst. Und das muss halt irgendwo alles im Einklang sein. Ich glaube, wenn es anstrengend und deprimierend fürs Pferd wird, und dann ist das nicht mehr Kunst. Dann ist das ein Vorführen von etwas, was zwar gemacht werden kann, aber kann man machen, ist dann halt Käse. Dann muss ich auch nochmal rein. Meine Erfahrung auch von Schülern, die zu mir kommen und die Pferde schon relativ früh, sprich 4-, 5- oder 6-jährig, in hohen Lektionen reiten. Die sind häufig 7-, 8-jährig am Ende der Skala, weil die Pferde nicht mehr vorwärts gehen. Du kriegst sie nicht mehr vorwärts. Sie sind überversammelt. Sie sind nicht mehr vom Bein. Sie sind nicht mehr vom Bein und sie mögen auch nicht mehr. Du kriegst sie nur noch ganz, ganz schwierig, eigentlich nur noch unter extremem Druck und zwar auch vom Boden aus Druck, nach vorne wieder. Und weil die Muskeln haben sich ja auch dann dementsprechend so gebildet, dass sie auf höchste Versammlung sich gebildet haben, verkürzt sind oder gestärkt sind und nicht mehr in der Schubkraft sind. Also wir dürfen eins nicht vergessen, die Tragkraft alleine ist nicht das, was ein Reitkunstpferd ausmacht. Es muss auch Schubkraft haben. Und die Schubkraft müssen wir immer wieder abfragen. Immer wieder. Ja, Tragkraft geht ohne Schubkraft nicht. Ja. Dieses Überversammeln ist natürlich auch wirklich eine Geschichte. Also wir kriegen dann in den Bewegungen eine wirkliche Hypertonalität der Muskulatur. Also das ganze Gebilde spannt sich an. Und das ist etwas, die einen, die sind dann schon fast in so einer erlernten Hilflosigkeit, dass die also nur noch unter Tempo überversammelt sich bewegen, was aber trotzdem anstrengend ist. Aber ihre ganze Bewegungsmechanik, Bewegungsintelligenz ist darauf mittlerweile heruntergedampft. Mhm. Und dann gibt es die, wo die dann da so in diese Richtung, ich sag mal 1, 2, 3, 4 Monate, 5 Monate, 6 Monate hingeritten werden und die dann auf einmal aus dieser Anspannung heraus regelrecht explodieren, die dann kaum noch zu halten sind, weil die halt am ganzen Körper fast, zu Deutsch übersäuert sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr da ansprecht, wobei ich dann sage, wenn ein Pferd so geritten ist und das dann zeigt, dann ist es ein falsches Versammlungskonzept, weil ein Pferd, das nicht vorm Bein ist, ist nicht in der Hand, ist schlecht geritten. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Man kann natürlich in die eine oder in die andere Weise schlecht reiten, ja, und wie gesagt, und das hat jetzt mit der Versammlung nichts zu tun per se, weil die richtige Versammlung ist aus meiner Sicht immer in der Lage, auch wieder nach vor reitbar zu sein, weil sonst wären ja die ganzen Kampftechniken ja eher dem Tode geweihte, weil wenn der nicht weggaloppieren hätte können, wäre er wahrscheinlich dann aufgespießt worden vom Kollegen, der das schnellere Pferd hatte. Also ich denke, das ist halt genauso wie diese Pferde, die so übers Tempo geschrottet werden, in der irrigen Annahme vorwärts geritten zu werden und dann kaputt gehen, ist das die andere Sache, weil ich habe auch schon buscherisierte Pferde gesehen, die vor lauter Reittechnik, applizierter Reittechnik, so neurotisch und psychotisch geworden sind, dass sich die so subtil hinters Bein gespielt haben, dass das wirklich, also da ist mir jedes steife, gerittene Pferd 10-mal lieber als so ein subtiler Hysteriker, den die immer anerzogen haben, weil man da wirklich nichts mehr machen kann. Und das ist, also man darf dieses Vorwärts, und das ist wirklich, das haben die schon gesagt, also nicht nur Steinbrecht, hat auch, das Vorwärts ist die Losung in der Reitkunst. Und wenn man das vergisst, und in jedem Rückwärts ist ein Vorwärts, und wenn das vergessen wird, ist das kein Reiten, dann ist es einfach nur schlechtes Reiten, und das sind armselige Tiere, die zu Karikaturen degradiert werden. Und das, was präsentiert wird, das kann niemals schön sein, weil das ist so wie ein Tänzer, den man halt mit Stöcken da versucht, da in den Balletttanz zu dreschen. Das ist also nicht das, was wir eigentlich suchen, also zumindest nicht aus meiner Sicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut gesagt. Beginnt, fragt uns Stefanie Bauer, knifflige Frage, einmal kurz Konzentration, beginnt der versammelte Galopp mit dem Heben des Rumpfes, also der Vorhand, oder soll der Start aus der Hinterhand kommen? Äußeres Bein springt unter. Gibt es einen Goldstandard oder kann man individuell die gefühlte fühlbare Versammlung erkennen, loben und verstärken? Ist es besser, wenn man aus dem Zirkel anspringt oder auf der Geraden? Oder ist das irrelevant bei der Gymnastizierung?
Das ist tatsächlich knifflig. Der Galopp beginnt immer hinten. Wenn der Galopp vorne beginnt, dann könnt ihr das selber kontrollieren. Die Pferde stoßen sich laut mit den Vorderbeinen ab. Man hört ein Trommeln auf dem Boden. Und sie nicken mit dem Genick nach oben und springen wieder nach unten. Das heißt, ein überhebliches Aufwerfen des Halses in diesem Galopp ist sichtbar. Und das sind die Pferde, die versuchen, diese Versammlung zu halten. Können sie aber nicht, weil die Hinterhand, ja, die beziehungsweise sind zu stark. Die Rumpfheber und auch der Rücken, also die Muskulatur oben auf der Kruppe, die hält es nicht. Die kann es nicht halten, die kann das Pferd nicht dazu bringen, den Rumpf zu heben. Und deshalb, es muss immer aus der Hinterhand kommen. Es kann nicht aus der Vorhand kommen. Nicht durch eine künstliche Erhebung der Hand, nicht durch eine künstliche oder durch zu viel Treiben in die Hand rein und so weiter. Das darf nicht passieren. Das Pferd muss dazu befähigt sein. Jo. Okay, grundsätzlich gebe ich dir komplett recht. Was wir natürlich beim gut ausgebildeten, gut entwickelten Pferd haben, dann, wenn also das ganze, die ganze Versammlung reell irgendwann dann mal schon bei einem älteren Pferd halt eben auch dort gut vorhanden ist, dann haben wir natürlich schon die Katapulteffekte der Sehnen und Bänder. Das heißt also, die Vorhand hebt sich nicht über die Hinterhand allein. Das heißt also, was viele Leute ja sich dann in der Vorstellung der Mechanisierung des Pferdes so ein bisschen haben, sodass also das hintere Vorderbein, das äußere Hinterbein schwingt unter den Pferdeleib und hebt quasi die Vorhand allein an. Das haben wir später dann eigentlich nicht mehr, weil nach dem Aufkommen der Vorderbeine natürlich der entsprechende Effekt bei einer Sprungfeder halt katapultartig dazu auch dient, die Vorhand halt wieder anzuheben. Ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, es gibt durchaus Springpferde, die in Kombination mit den Vorderbeinen zuerst wieder in der Luft sind, bevor die Hinterhand überhaupt aufsetzt, ne, weil die katapultartig schon wieder nach oben kommen. Das ist dann halt eben auch leiser, es ist nicht mehr so laut. Ja. Und wir haben so eine erhabene, flüssige, lockere Bewegung des Galopps. Und von daher aber richtig, also es fängt hinten an. Für mich ist auch ein ganz wichtiger Punkt eines guten oder qualitativ guten Galoppes, wenn man die Pferde nicht galoppieren hört, außer die Atmung. Man hat das ja oft, also ich sehe das immer wieder gerne, ohne jetzt rassistisch sein zu wollen, bei Friesen. Wenn der eine Friese in der Reitbahn ist und dann seinen Galopp loslegt, glaubt man, die ganze Büffelherde ist oft unterwegs, wenn die sich nicht wirklich lockerlässig über den Rücken bewegen. Ja? Und dann sieht man auch, dass diese sehr aufwendige Galoppade mit der Vorderextremität, die vielleicht dann auch teilweise eben das, was der Wolle beschrieben hat, eben weil sie die Tragkraft noch nicht ausreichend entwickelt haben, sich versuchen so zu retten, dass man dann einfach hier sieht, dass da die Losgelassenheit fehlt und dann auch diese Katapultwirkung nicht in der Form möglich ist, weil die Pferde sich einfach auf dem Knochen fortbewegen und nicht mit den gesamten elastischen Bereichen. Ja? Ja, man sieht meistens auch in der Reitbahn, also wenn es danach aussieht, als wenn ein Handgranatenübungsplatz gewesen wäre, dann ist es natürlich halt nicht so ganz elegant gewesen. Ja. Carolina Kraus, lasst ihr die lasst ihr die Pferde lieber eine längere Zeit galoppieren oder übt ihr hauptsächlich das Angaloppieren in den Schulgalopp und pariert dann relativ zeitnah wieder durch Krafttraining? Muss beides gehen. Aber nee, das längere Galoppieren geht erst, wenn die Pferde stark genug sind. Ja, ich galoppiere nicht sehr lange. Also was ist lang? Naja, ich sag mal so, meine Art und Weise ist 2-3 Zirkel auf einer Hand, Handwechsel andersrum. 2-3 Zirkel, manchmal auch nur ein Zirkel, manchmal auch nur einen halben Zirkel. Aber du wirst mich selten sehen, dass ich mal 10-12 Zirkel irgendwo, das mache ich mit einem erfahrenen Pferd, wenn ich sage, ich will vielleicht die Methode noch ein bisschen verbessern oder so. Aber nein, wir hatten mal einen namhaften Trainer hier bei uns, der hat ziemlich zu Anfang in der Hofreitschule einen Kurs gegeben, der sagt, er galoppiert eine Dreiviertelstunde seine Pferde durch. Puh. Ja, was willst du denn deinem Pferd noch zeigen nach einer Dreiviertelstunde? Verkippen. Das Pferd geht in Schonhaltung,
Es sagt einfach nur, ich muss durchhalten, weil es das gelernt hat, ich muss durchhalten. Es wird sein Galopp nicht verbessern. Es wird einfach nur sagen, okay, ich galoppiere dann irgendwann langsamer, weil ich nicht mehr kann, weil die Lunge keine Luft mehr hat. Ja. Aber es ist ein Idiotenkram, ein Pferd eine Dreiviertelstunde in der Reitbahn so lange reiten wir überhaupt nicht. Das wäre ein reines Ausdauertraining. Das hat auch an der Reitbahn nichts zu suchen. Das würde im Gelände dann passieren. Wenn ich jetzt ein Geländepferd mache, ein Distanzpferd, dann habe ich aber auch im Sattel da oben so gut wie nichts mehr zu tun. Ja, da muss ich mich unsichtbar machen. Da muss das Pferd mit seinem guten Bewegungsmuster möglichst kräftesparend so lange wie möglich halt eben unterwegs sein. Ich sehe das auch immer wieder, wenn die Leute Galoppwechsel üben, also Serienwechsel üben und dann einfach da aus dem Galoppieren nicht rauskommen und irgendwann ermüden die Pferde schon, bevor sie noch die Lektion machen. Und dann geht schon gar nichts mehr, weil wie du immer richtig sagst, weil die verbrauchen ihre Energie, die Balance. Ich meine, im Kniebeugegang gehen wir auch nicht im Waldstamm, also Pilze suchen nicht. Also das heißt, da gehen wir auch normal im Kampan-Gleichgewicht sozusagen, aber nicht im Zehenspitzengang. Und das ist halt genau das, wo wir auch sehen müssen, diese Kunstgangarten oder auch der Schulgalopp, diese extreme Versammlung, das ist auch nicht lange über sehr lange Zeit leistbar von einem Pferd, nicht? Also wenn wir uns heute die Grand Prix-Prüfungen auf 20 mal 60 ansehen, dann ist es ja unmöglich, dass man 8,5 Minuten lang in einem absoluten Kniebeugegang das ertragen kann auf diese Distanz. Das ist ja gar nicht möglich. Wenn man sich da das Reithaus von euch anschaut oder auch das von Newcastle in Bolsover, das waren ja ganz kleine Areale, wo einfach die Pferde sich tummeln mussten, weil einfach gar nicht so viel Platz war, aber auch nicht gesucht war, dieses extreme Verlängern. Nicht? Das hätten hat man sie es Gelände größer gebraucht, hätten sie es größer gebaut. Ja, natürlich, ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach Kraft- und Ausdauertraining miteinander sinnvoll kombinieren muss. Also in meinem Gelände, ich halte auch davon etwas, dass man die Pferde in einer Lektion auch einmal reiten muss, dass sie auch einmal die Lektion durchhalten müssen, nicht immer nur zwei Tritte gehen. Aber da meine ich nicht eine Dreiviertelstunde galoppieren, sondern einfach einmal zwei, drei Runden, schön, und dann ist es gut. Am Anfang geht es vielleicht nur eine halbe oder Viertelrunde, macht ja nichts, nicht? Ja, aber man kann nicht erwarten, dass das Pferd eine Dreiviertelstunde da, also das ist wirklich Schwachsinn. Ne? Mit diesem langen Galoppieren machst du zwei Sachen, die du eigentlich nicht willst. Als erstes bringst du dem Pferd bei, ich reite dich über deine Lunge. Und das Pferd wird dir morgen noch weniger Kraft zur Verfügung stellen, weil es weiß, das hat noch eine Dreiviertelstunde vor sich. Das heißt, du kannst gar nicht sagen, gestern haben wir eine Dreiviertelstunde galoppiert, heute wollen wir an der Galopp-Pirouette arbeiten. Das Pferd wird dir keine schönen, gesetzten, kraftvollen Galopp schenken, sondern wird immer so, Gott, was ich habe, das habe ich, ich gebe dir nur ganz wenig, weil wer weiß, wie lange du mich reitest. Das ist das eine. Und das andere ist, du reitest schon eine gewisse Marathon-Ausdauer hinein. Und die braucht kein Mensch, ganz ehrlich. Also wer will sein Pferd freizeithalber jeden Tag 2 Stunden lang reiten? Wenn du Distanzreiter bist, machst du ein anderes Training, aber wir müssen uns wirklich, wir müssen uns ganz klar darüber definieren, was wollen wir mit unserem Pferd machen. Wenn wir Reitkunst reiten wollen, dann müssen wir kurz und effektiv reiten. Ja? Keiner kann 10 Stunden lang ein Bild malen, das kann kein Künstler. Der malt an einem Bild 10 Minuten und dann geht er, so machen das viele Maler, dann geht er zum nächsten Bild und malt etwas anderes. Der malt sich nicht fest, um sich nicht zu vermalen. Und er sagt, das gefällt mir, jetzt gehe ich ans nächste Bild. Das Gleiche ist so bei der Musik. Wenn man Leute hört, die Musik machen können, wie lange die zum Teil ihre Instrumente stimmen, bis sie soweit sind, damit spielen die sich ein. Und dann können sie das eine gewisse Zeit lang machen. Berufsmusiker können 2 Stunden am Stück spielen. Aber das können nur Berufsmusiker, die von morgens bis abends ihr Instrument bespielen. Die anderen spielen 1, 2 Stück und sagen, das hat mir gut gefallen und jetzt bin ich befreit. Für mich hat das was gebracht heute an meinem Tag. Ja. Ich habe ein schönes Stück gespielt und gut ist das. Weil man muss auch eines noch sehen, entschuldige, dass ich unterbricht, das Pferd hatte nur eine Aufmerksamkeitsdauer von 20 Minuten. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt neue Lektionen beginne, dem Pferd beizubringen oder abzufragen, muss ich das am Anfang der Lektion machen, nicht wenn er körperlich und psychisch schon ausgelutscht ist. Nicht? Und das ist auch immer die Idee, wenn die dann versuchen, den jungen Pferden Stallübermut durch eine halbe, dreiviertel Stunde ablongieren, wie es so schön heißt. Die züchten eine Kondition ab und sind dann am Kraft und Kontrolle. Nicht? Das ist ja immer die Sache, nicht? Weil es geht ja darum, dass man auch sozusagen technisch das Pferd überführt, dass es dann sozusagen seine Kräfte disponieren lässt, wie wir es möchten. Und nicht, dass wir die mit der Rohkraft dort irgendwie zu kämpfen haben. Das ist der Sinn und Zweck der Übung. Ich finde das ganz wichtig, dass man auch unterscheidet,
was habe ich jetzt eigentlich vor heute oder was bietet das Pferd mir an oder was braucht das Pferd? Ist es das Schulen einer Lektion, es ist eine Lerneinheit, dann kann es eine sehr kurze Einheit sein, wo ich relativ früh mit einem Erfolgsergebnis, besser als gestern, besser als letzte Woche, aufhöre. Oder ist es etwas, was schon gefestigt, erlernt ist, was ich trainiere, wo ich dann auch mal 2, 3, 4 oder eine ganze Runde oder 2 Runden abfragen kann. Ne? Oder ist es etwas, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich auch abrufbar. Ich gehe da rein, so etwas zu stärken, dass es auch länger gehalten werden kann. Also, oder ich muss es länger stärken, weil ich sage, ich brauche ein Konditionstraining, ich brauche ein Muskeltraining. Dann wird etwas natürlich mit viel längeren Wiederholungen oder mit öfteren Wiederholungen sein. Also ich in eine Art Intervalltraining reingehe, wo ich eine Pause mache, kurz, und dann nochmal wieder beginne. Was gerade auch beim Galopp durchaus auch förderlich sein kann, dass ich gar nicht so lange an einem Stück galoppiere, sondern mit Kräften und Psyche haushalte, auch das Pferd eine gewisse Maß wieder runterfahren kann und dann nochmal neu starten kann und dann gucken kann, wie viele Abfolgen kann ich da eigentlich sinnvollerweise abrufen, sodass ich auch meine Einheiten komplett unterscheide. Die meisten Leute machen aber eins, sie nehmen ihr Pferd, haben das nun mal bezahlt. Das kostet auch halt ein paar hundert Euro im Monat Einstallung. Also habe ich auch 60 Minuten bis anderthalb Stunden jeden Tag gebucht. Ja. So, ne, dafür habe ich bezahlt, also reite ich auch so lange. Ne, wenn ich in so einen normalen Reitstall reinkomme, bin ja auch ein bisschen unterwegs, dann sehe ich ganz viele Leute, die sind mit ihrem Pferd, gehen die in die Bahn, wenn ich komme. Und wenn ich nach anderthalb, 2 Stunden bei dem einen Pferd weg bin, dann sind die teilweise immer noch an diesem Pferd zugange. Ja, und wenn ich beim nächsten Mal komme, ist das derselbe Ablauf. Und so ist das quasi immer. Das heißt ja Reitstunde und nicht Reit 15 Minuten. Ne? Das ist auch immer das Problem, wenn wir Lehrgänge geben und die Leute in den ganzen Kurs bezahlt haben und ich finde, dass nach einer Viertelstunde, 20 Minuten die Sache gut wäre. Aber die Frau Meier hat halt jetzt so viel schon bezahlt für die ganze Stunde. Jetzt möchte sie eine Stunde ausnutzen. Und das ist natürlich immer aus lernphysiologischer Sicht oft gar nicht so einfach, den Leuten zu verklickern, dass man sich da ein bisschen zurücknehmen muss. Und du hast doch was ganz Wesentliches gesagt. Es gibt ja aus meiner Sicht oder auch aus der trainingsphysiologischen Sicht immer 3 Phasen des Lernens. Nicht die Grobmotorik-Phase, dass man lernt überhaupt, was wollen wir von ihm, Feinmotorik und Feinstmotorik-Phase. Und da reden wir doch von ein paar 60, 100.000 Bewegungszyklen, bis sich irgendwas im Gehirn dann entsprechend abspeichert. Und ich habe das immer wieder gesehen, dass wenn Probleme im Galopp auftauchen, dass man diese häufig in der Piaffe oder in den anderen Gängen, in den Seitengängen lösen kann. Das heißt, wenn die jetzt nur versuchen, das Problem im Galopp durch viel Galoppieren zu verbessern, geht es meistens in die Hose. Und da muss man eben auch sehr viel von Reittechnik und letztlich auch von, wie lege ich eine Reiteinheit für dieses konkrete Pferd mit diesem oder jenem Problem und exterieur gegebenen psychischen Voraussetzungen an. Deswegen ist das Training ja eine Kunst. Frankl hat immer so schön gesagt, nicht? Training ist die Kunst, die individuellen Leistungsfähigkeiten des Pferdes durch gezielte Trainingspflege und Trainingsmaßnahmen entsprechend zu verbessern, zu fördern, aber zumindest sie zu erhalten, nicht? Und wenn wir dieses zumindest sie zu erhalten hernehmen, dann sehen wir, wie viele Reiter eigentlich im Pferde heutzutage nicht mehr gerecht werden. Also ja. Ich pitch da nochmal kurz rein, Chris. Ja. Du hast nämlich gerade etwas gesagt, die Zeit. Also vor Jahren habe ich ein paar Mal diesen Spruch von Reitschülern gehört, aber die Stunde ist doch noch nicht vorbei. Dann kann ich nur sagen, du kannst mein Wissen kaufen. Meine Zeit kannst du nicht mehr bezahlen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Darum, das ist eine ganz einfache Sache. Das Wissen kannst du kaufen. Und wenn das Wissen nach 10 Minuten vermittelt ist, dann ist das in Ordnung. Ja? Aber mich dann eine Stunde hinzustellen und noch eine halbe Stunde zu gucken. Bahnfiguren anzusagen. Ja, wie du dein Pferd dann noch ein bisschen zentrifugierst. Dann sind wir nicht auf dem richtigen Level, wir beiden. Dann müssen wir sagen, okay, dann geh da hin und lerne da reiten, wo man dich trainiert und nicht dein Pferd. Ja. Zentrifugieren, genau. Letzter Einwurf zu dem Thema noch. Die meisten Leute versuchen tatsächlich ja auch, vor allem mit den Jungpferden, den Galopp zu verbessern und zu schulen an der Longe. Das heißt, sie stellen sich so 6, 8 Meter irgendwo in die Mitte und dann geht's los.
Das, was meistens geschult wird, sind da halt die ersten Körperverformungen, die ich später nicht haben möchte. Das heißt also, da werden Bewegungsmuster, Bewegungsintelligenz versaut. Wer das nicht kann und wer nicht genau weiß, wie lang und in welcher Richtung und wie das Pferd gestellt sein sollte und so weiter, wer da keinen Blick für hat, der sollte das lassen, weil gerade diese Longe auch, wenn wir jetzt in Heeresdienstvorschrift und so weiter gucken, das wurde von Profis eine gewisse Zeit in der Ausbildung gemacht. Und wenn das Pferd soweit war, dann wurde es unter den Sattel genommen. Und dann war das Thema mit der Longe auch erledigt. Heute sehe ich ganz viele Leute, die mehr oder weniger fast ausschließlich ablongieren, longieren. Und jetzt muss ich nochmal longieren und der soll jetzt besser galoppieren, also mache ich das an der Longe. Jetzt muss ich Muskeln aufbauen, also mache ich das an der Longe. Und was machen die da? Die binden die aus, die Pferde gucken nach außen, die zwingen die dann trotzdem nach innen. Verbessern tun die da leider gar nichts, außer das bereits verbastelte Bewegungsmuster zu stärken. Du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, Chris, zum Abschluss hier, um diese Frage da abzuenden. In der spanischen Reitschule hat man früher immer nur die Oberbereiter, die Jungpferde reiten lassen, die jungen Remonten, weil man eben vermeiden wollte, dass eben genau das passiert, was man heute sieht. Und es war auch immer ein allgemeiner Grundsatz, dass der Elefe zuerst das Nachreiten des ausgebildeten Pferdes unter Anleitung erlernen musste. Danach hat er unter Anleitung ein Pferd ausbilden können müssen und dann war die Königsdisziplin die Korrektur. Und heutzutage kommen Menschen, die guten Willens, aber halt mit sehr wenig Erfahrung auf diesem Gebiet ausgestattet sind, an ein junges Pferd heran, treten, vielleicht mal irgendwo einen YouTube-Chat gesehen oder irgendwo eine Pferdezeitschrift in der Hand gehabt und die versuchen sich dann in der Ausbildung oder sogar in der Korrektur eines Pferdes. Und das ist ja oft das große Problem, warum wir so viele unter Anführungszeichen Problempferde sehen oder komplizierte, vermeintlich komplizierte Pferde haben, weil einfach dort das Pferd falsch verstanden wird und dem Pferd was Falsches falsch abverlangt wird. Und das ist das, wo auch Blüvinell schon seinerzeit einmal gesagt hat, nicht, dass er das mit der Anmut und der Blüte, dem Blütenduft, das einmal vergangen, kehrt sie nie wieder zurück. Wenn die Pferde dann dort genau eben eine falsche Frühprägung erfahren, hat man dann ein Leben lang die Probleme und man tut sich wirklich schwer und auch wenn niemand seinem Pferd vorsätzlich schaden möchte, ist natürlich das Ausbilden eines Pferdes mit sehr wenig oder sehr unroutinierter reiterlichem Hintergrund aus meiner Sicht wirklich ein großes Problem, auch aus tierschutzrechtlicher Sicht, nicht? Wenn wir heute immer wieder alles Tierschutz und alles sehen, dann ist das nicht ganz unproblematisch aus meiner Sicht, weil wir natürlich sehr, sehr viele Pferde haben, die dadurch auch körperlich kaputt gehen, nicht? Aber das ist leider Gottes heute nicht ganz vermeidbar. So recht, lieber Robert. Ich habe noch eine Frage von Achim Christ. Speziell, ich habe eine Frage an Herrn Dr. Studulka und Herrn Debski. Welcher Galopp ist am verschleißärmsten? Erstens in der Reitbahn, zweitens im Gelände. Wie lange darf ein Galopp andauern, ehe er dem Pferd schadet? So, jetzt will ich mal Minuten hören. Das können wir jetzt 7 Stunden machen wahrscheinlich. Am verschleißärmsten in der Reitbahn und im Gelände. Das kommt darauf an, wie man ihn reitet. Ich meine, ich kann in der Bahn schlecht reiten und ich kann im Gelände schlecht reiten. Also ich würde das jetzt nicht so dogmatisch festlegen wollen. Es kommt darauf an, wie ist der Reiter, wie ist das Pferd ausbalanciert, geht es in der Balance, geht es auf der Schulter, trägt sich's. Wenn ich es richtig mache, dann werde ich auch den Reitertakt haben, um zu wissen, wann ich aufhöre. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz ein wesentliches Ding. Also nicht endlos die Pferde auslutschen, bis nichts mehr geht. Die Kunst des richtigen Aufhörens. Und ich denke, wenn sozusagen eine Bahnarbeit ordentlich gemacht wird mit System, dann ist sie gut. Wenn das beste Schulpferd in die Kampagne geht, ins Gelände, wird es dann auch dort keinen Schaden nehmen. Aber eines ist ganz klar, wenn die Geschwindigkeit in einer falschen Balance durchgeführt, schadet in jedem Fall. Ja? Also das ist sicherlich nicht günstig. Und die zweite Sache ist, die Minuten, das würde ich mich nicht festlegen, ist die Frage, wie lang muss ein durchschnittlicher Deutscher oder Österreicher laufen können? Na, da wird man wahrscheinlich nicht lange in diesem Schnitt sein. Kommt drauf an, wer hinterher ist. Ja, genau, kommt drauf an, ja. Nein, also das ist, ich will das auf keinen Fall, und das ist genau das große Problem, was wir immer wieder sehen, die Leute möchten Kochbuchrezepte und die können wir definitiv nicht liefern. Wir können Handwerkszeug und Möglichkeiten, an Probleme heranzugehen, liefern, aber dann, was tatsächlich das Pferd möchte und braucht, sagt uns das Pferd. Und wenn ich die Zeichen nicht erkenne, wo das Pferd sagt, hallo, es ist mir genug oder ich kann nicht mehr und ich mache da weiter, weil der hat gesagt, da steht der Doktor, hat gesagt, da kann ich noch 3 Minuten länger galoppieren,
Ich denke immer, wenn ich so die Yoga-Übungen anschaue, nicht? Also wenn so einer das gut kann, dann schaut das ja ganz lässig aus. Nur wenn ich das erste Mal irgendwie so einen, den sterbenden Schwan oder den hinkenden Hund machen möchte, das wird nichts mehr in diesem Leben, nicht? Also das nicht so elegant. Ne? Nicht so elegant und auch vor allem unter großen Schmerzen. Und wenn der andere das vielleicht eine halbe Stunde im Lotussitz aushält, ist für mich die erste Minute wahrscheinlich eine psychische und physische Folter. Und ich glaube, das muss man immer sehr für den Einzelfall beantworten und kann nicht so generalisiert sagen. Ja. Ja. Das ist es tatsächlich. Also was wir hier ja nicht wissen, ist, um was für ein Pferd handelt es sich? Was ist es für eine Rasse? Es ist jetzt also ein Araber, der vielleicht erstmal von Haus aus schon mal auf längere Galoppade vielleicht auch ausgelegt ist. Es ist ein Quarter Horse, was auf schnell, aber nicht so lang ausgelegt ist. All solche Sachen. Wie alt ist das Pferd? Wie ist es aufgewachsen? Wie ist so bisher die Prägung gewesen? Die Ausbildung des Reiters? Und so weiter. Und dann haben wir die Fachidioten halt eben. Ne? Wenn ich halt die ganze Zeit nur in der Reitbahn ausgebildet habe und dort unterwegs bin, ja, dann bin ich Fachidiot. Und wenn ich dann ins Gelände gehe und sage, okay, ja, jetzt hat der Stodulka und der Debski haben gesagt, im Galopp im Gelände wäre weniger schädlich, dann nehme ich jetzt meinen etwas überversammelten, trägen Tinker, Haflinger, sonst irgendwie etwas, was jetzt nicht irgendwie gegen die Rasse sein, sondern einfach nur ein Beispiel. Und jetzt lasse ich den einfach mal 3 Stunden durchs Gelände galoppieren und jetzt steht er mit dem Kreuzverschlag in der Box, weil wir haben doch gesagt, ja, das soll das so machen. Das funktioniert tatsächlich nicht. Das ist sehr, sehr individuell. Ich muss schauen wirklich, was ist es für ein Pferd? Wie habe ich das ausgebildet? Wie hat jemand anders das ausgebildet? Und diese Komponenten kommen dazu. Und diese einfache Frage würde dann eben in ein Buch wie bei Gurenier oder Andrade oder was auch immer so ein Wälzer mit mehreren Kilo dann enden, wenn wir das jetzt ausführen wollten. Also ich denke, wir können zusammenfassen, lieber Achim, dass weniger oft mehr ist. Und gerade im Vergleich zu dem, was man herkömmlicherweise in modernen Reitstellen sieht, deutlich weniger mehr ist. Also das, es wird Qualität vor Quantität vielleicht, nicht? Qualität vor Quantität. Ja, sehr schön. So bringen wir es auf den Punkt. Eine Frage habe ich noch von Katrin, die fand ich sehr schön. Gibt es ein Lied, das den perfekten Takt für den Schulgalopp hat, an dem man sich orientieren kann? Ein sehr mit historischem Beispiel gedachtes Gedankchen. Hat da nicht der Grisone oder der Fiaschi da so eigene Noten für die jeweiligen? Haben die Tiger gestern noch durchs Internet bei Facebook mehrere verschiedene Lieder tatsächlich zu den einzelnen Lektionen auch. Ja, wir haben das Karussell in Sanssouci seinerzeit zur Originalmusik gemacht, die geschrieben wurde für ein Pferdeballett. Und da ging es eben auch, gab es Musik für Galopp und Musik für Trab und auch Musik für den Waffengarten, wo schneller galoppiert wird. Und dann gibt es eben die Musik von Lully, Jean-Baptiste, ich glaube ja. Auf jeden Fall Baptiste, das passt. Und Lully geschrieben mit Y hinten. Den könnt ihr mal googeln. Der hat für den Sonnenkönig, für Ludwig den 14. Karussellmusik geschrieben. Und die ist ganz eindeutig zum Galoppieren. Wie heißt der, der die Fechtschule, die Musik für die Fechtschule gemacht hat? Da kommst du gleich noch drauf. Komme ich gleich drauf. Der hat auch Musik für eine Reitschule gemacht. Und der hat für alle Gangarten und Takte hat er Musik geschrieben. Lauscher, ich komme nicht drauf. Ich habe mal eine Partitur von Boucher mit seinem Pferd Partisan einspielen lassen von einem Klavier, einem Pianisten. Und das war ganz interessant. Das war so eine 10-minütige Vorstellung. Ich habe also sozusagen in der Sekundärliteratur von Seger die Übungsabläufe von Boucher zu diesem Pferd gelesen. Aber es war interessant, dass dieses Klavierstück, das dort offensichtlich live gespielt worden ist in der Zirkus Manege, keinen Takt vorgegeben hat, weil offensichtlich der Klavierspieler sich dem Takt des Pferdes angepasst hat. So konnte man also tatsächlich nicht den Takt Bouchers beim Reiten herausfinden. Ja? Das war ganz interessant. Er hat gesagt, nach welchem Takt soll er das spielen? Sag ich, keine Ahnung. Also Sie haben hier die Noten, nicht? Sagt er, ja, aber da fehlt der Takt. Sag ich, ja. Und, aber halt hin. Genau, und dann haben wir also sozusagen rekonstruiert über die Übungsabläufe dort in der Sekundärliteratur. Heinz hat das, glaube ich, dann geschrieben, wie er geritten ist mit dem Pferd, mit dem Partisan.
Und das war dann interessant. Und dann haben wir das also eingespielt. Und Dominique Olivier, der hat auch diese Partitur einspielen lassen. Der war ja ein Baccarat-Schüler noch, ein Schüler von einem Schüler Bouchets. Und der hat das also auch. Und dann haben wir sozusagen eine ähnliche Taktsituation gehabt, das im 19. Jahrhundert. Aber nur das so eine kleine Anekdote zum Thema Bouchet und Musik. Also, jetzt habe ich noch zwei Anmerkungen von unserem Museumsmanager in der Fürstlichen Hofreitschule. Dr. Philipp Wirz hat zum ersten eben auch hier in unseren Kommentaren geschrieben, dass es bei YouTube eine Playlist gibt und die heißt La Réjouissance Music for the Carousel. Das könnt ihr dann in den Kommentaren auch nachschauen. Dann könnt ihr das mal runterladen und könnt ihr mal schauen, ob das zu eurem Stil der Reiterei passt. Und dann habe ich von ihm noch einen zweiten Beitrag, weil wir beim letzten Mal darüber sprachen, dass es einfach so ein erhebendes Gefühl ist, ein versammeltes Pferd zu reiten. Also speziell Versammlungen zu reiten und noch spezieller den stark versammelten Galopp, also Schulgalopp, Terre-Terre, Messer, auch Messer rückwärts, lieber Robert, dass das so ein erhebendes... Oder Galopp rückwärts. Galopp rückwärts oder auch eine Piaf schon, ein ganz erhebendes Gefühl ist. Und dazu haben Freunde von Dr. Philipp Wirz geforscht. Die ersten Forschungen zu dem Thema Oxytocin-Ausschüttung im Umgang mit Haustieren hat in den 2000er Jahren Temple Grandin gemacht. Aber die beiden Freunde von Philipp, Iliane Lorenz und Rupert Isaacson, haben ganz knapp ausgedrückt, scheint es so zu sein, dass vieles darauf hinweist, dass rhythmische Bewegungen des menschlichen Körpers, speziell des Beckens, die Produktion von Oxytocin anregen. Dieses Hormon nennt man auch Glückshormon oder Kuschelhormon. Es hat bei vielen Säugetieren eine anregende und intensivierende Wirkung auf soziale Interaktionen. Ungefähr nach dem Motto, Lebewesen interagiert sozial, Körper produziert Oxytocin. Lebewesen fühlt sich gut und interagiert noch mehr sozial, noch mehr Oxytocin wird produziert. Lebewesen fühlt sich immer besser. Richtig gut wird es, wenn zwei oder mehr Lebewesen gemeinsam rhythmisch ihre Beckenmuskulatur bewegen. Das kann man beim Tanzen oder beim Hüpfen auf dem Trampolin sehen oder eben auch beim Reiten, speziell im versammelten Galopp. Spannend. Toll. Vielen lieben Dank, Philipp. So, ja, meine Lieben, wir sind am Ende unserer heutigen Sprechstunde angekommen, aber sowas von auf den Punkt, fast nur eine halbe Stunde. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem heutigen Sondergast. Lieber danke, Robert, das war großartig, dass du uns flankiert hast. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich glaube, das gibt Platz für mehr. Letztes Mal jederzeit gerne. Jederzeit gerne. Es ist sehr, sehr schön und sehr entspannend und auch vor allem sehr inspirierend, sich austauschen zu können mit drei so tollen Leuten. Und ja, also wenn ihr was braucht, Wien ist ja nicht weit weg, sondern über Zoom leicht erreichbar. Letztes Mal warst du direkt weg. Bleib mal noch mal einen Moment drin, wenn wir uns jetzt auskennen. Alles klar, gerne, ja, ja. Sag ja. Mir nur, wenn ich es abschalten soll. Oder. Wir mussten noch mal neu rein. Also, tatsächlich, ich muss es zumachen, damit wir aus Facebook rauskommen. Aber dann gehen wir alle noch mal rein, also quasi über den gleichen Link. Okay, prima. Super. Super. Lieber Chris, vielen Dank auch dir offiziell von allen und ganz lieben Dank euch allen, die ihr heute wieder dabei wart. So viel kommentiert habt, teilt es, tragt es in die Welt. Das gute Reiten muss raus in die Köpfe der Leute und ich hoffe, dass wir dazu einen schönen Beitrag leisten zum Wohlergehen der Pferde in unserem Kulturkreis. In diesem Sinne, habt noch schönes einen Wort. Abend. Schönes Abschluss. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ciao.